Moin moin und herzlich willkommen bei der Kerbin Space Academy, heute mit dem Navball. Und wir gucken uns heute mal in kurzen 5 Minuten an, wie ihr mit dem Navball effizienter manövrieren könnt und ihn benutzen könnt, um eure Schiffe in die richtige Richtung zu bringen. Und dafür starten wir jetzt mal unsere Rakete und gucken mal, dass wir hier vom Launchpad wegkommen. Und dann seht ihr auch schon, taucht auf dem Navball unser erstes Symbol auf. Das ist der sogenannte Prograde. Der Prograde zeigt uns an, in welche Richtung wir fliegen. Momentan ist das nach oben. Wenn ich jetzt mal in diese Richtung mich rüber neige und mein SAS mit T anschalte, seht ihr, dass jetzt der Navball oder der Prograde mitwandert. Und hier seht ihr auch schon die Symbole, die es sonst noch so gibt. Der Prograde ist quasi eure Flugrichtung. Retrograde ist entgegen eurer Flugrichtung. Und dann gibt es noch Normal and Anti-Normal, das ist die Inklination, das zeige ich euch später im Orbit. Und dann gibt es Radial Out und Radial In, das ist ebenfalls auch nochmal relativ interessant für den Orbit. Und wir starten jetzt aber erstmal hoch und bleiben im sogenannten Surface Mode, denn der Navball hat mehrere Modis. Ich klicke mal kurz rum, um das Geheimnis zu lüften. Es gibt auch noch Orbital und es gibt auch noch einen anderen, den zeige ich euch aber später in einem anderen Zusammenhang. Und wir fliegen als erstes im Surface Mode. Der Surface Mode zeigt euch all diese Indikatoren an in Bezug zur Oberfläche von Kerbin, deshalb eben auch Surface Mode. Und der gilt bis zu einer gewissen Höhe und diese Höhe ist so ungefähr knapp über den 30.000. Wenn ihr diese Höhe überschreitet, dann werdet ihr feststellen, dass der Navball automatisch in den Orbit Mode umschaltet und dort die Anzeigen etwas sich verschieben in diesem Moment. Also wir sehen jetzt gleich das Umspringen und ihr habt jetzt gesehen, wie plötzlich der Prograde ein bisschen sich verschoben hat von der Richtung. Und ich würde sagen, alles Weitere gucken wir uns gleich mal im Orbit an. Und wir befinden uns jetzt im Orbit und haben auch jetzt den Orbital View. Wir könnten jederzeit auf Surface zurückschalten, aber Orbit ist für uns viel interessanter. Wie ihr seht, ist mein Raumschiff jetzt in Richtung Prograde ausgerichtet. Das heißt, in meine Flugrichtung des Orbits, so wie er sich zieht, wird auch meine Nase gehalten. Dementsprechend ist natürlich der Retrograde die exakte Gegenrichtung. Das heißt, wir könnten mit dem Retrograde jetzt unseren Orbit kleiner machen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Triebwerk feuere, ich zeige euch das mal im NAV-Geschehen, seht ihr, wie meine Periapsis und auch meine Apoapsis sinken, während ich, wenn ich in Prograde-Richtung feuere, das Ganze nach oben bringe, weil ich eben in die Richtung beschleunige. Zusätzlich gibt es eben noch die Möglichkeit, auch Normal oder Antinormal zu gehen. Ich stelle es einfach mal ein, dann seht ihr schon, was passiert. Normal zeigt in diesem Falle zum Nordpol und Antinormal zeigt zum Südpol. Was würde das mit unserer Flugbahn machen? Würde ich jetzt mein Fluggerät in Richtung Normal pointen lassen oder zeigen lassen und würde Gas geben, dann verschiebt sich unsere Flugbahn in der Neigung. Das könnt ihr jetzt gerade ganz gut sehen. In der Neigung so, dass wir eben den Part der Flugbahn, die noch vor uns liegt, nach oben drücken. Gehen wir Antinormal, drücken wir logischerweise den Part der Flugbahn, der noch vor uns liegt, nach unten wieder runter und können so die Flugbahn eben anpassen, um zu Himmelskörpern zu kommen, die eine andere Inklination haben. Jetzt gibt es aber noch zwei weitere Buttons, und zwar ist das Radial In und Radial Out. Radial In und Radial Out sind auch relativ einfach zu verstehen, denn so ein Orbit ist halt einfach ein Kreis. Also wenn wir hier mal hochgehen, das ist eine Kreisflugbahn, und Radial Out bedeutet, in diese Richtung zu fliegen. Kann man hier auch ganz gut sehen, weil jetzt eben unser Triebwerk auf den Planeten zeigt, während Radial In dafür sorgt, dass wir auf den Planeten zielen und nicht von ihm weg. Was das macht mit unserer Flugbahn, es verschiebt den Kreis. Also wenn ich jetzt hier nach außen gehe, verschiebe ich damit logischerweise die Periapsis und die Apoapsis unseres Kreises und drücke damit die Flugbahn in so eine ganz eigenartige Eiform raus. Also schiebe sie mit der Spitze immer weiter in diese Richtung raus, während es an der Ecke immer geringer wird. Und mit der Gegenrichtung tue ich natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, ich erhöhe den Orbit auf dieser Seite, senke ihn auf dieser Seite allerdings ab. So, und jetzt haben wir aber noch einen Flugmodus, den haben wir noch nicht betrachtet näher. Und das ist der sogenannte Target Mode. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Dafür muss ich aber schnell ein zweites Raumschiff starten und dann sehen wir uns gleich wieder. Nähere ich mich nämlich mit einem zweiten Gefährt, meinem ersten Craft, kann ich das
mit einem Klick drauf als Ziel setzen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, meinen Navball in den sogenannten Target Mode umzuschalten. Im Target Mode gibt es weiterhin die gleichen Anzeige, aber es gibt zusätzlich eben noch den Target und Anti-Target Marker. Und was mir diese Marker sagen, ist, wie ich mich relativ zu meinem Ziel bewege. Also ich bin jetzt nicht mehr retrograde in den Orbit ausgerichtet, sondern ich wäre retrograde zu meinem Ziel ausgerichtet und kann somit meine Geschwindigkeit auf das Ziel anpassen. Folge ich jetzt also retrograde zu unserem Ziel, nehme ich die gleiche Geschwindigkeit an wie das Ziel. Gehe ich wiederum auf den Target-Marker, richte ich mich auf mein Ziel aus, da hinten zu sehen, und beginne auf das Ziel zu beschleunigen und kann hier jetzt meinen Prograde-Marker, also meine Richtung, in die ich mich bewege, auf das Ziel ausrichten, um ihm näher zu kommen und jetzt meine 20 Kilometer Abstand, die ich momentan noch habe, schnellstmöglich zu überbrücken. Dabei sollte man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell wird, aber insgesamt ist es dann doch relativ einfach zu machen. Und komme ich jetzt an das Ziel ran, kann ich mich eben mit dem Retrograde zum Ziel geschwindigkeitstechnisch an das Ziel anpassen, um unsere Geschwindigkeit anzugleichen und dafür zu sorgen, dass ich in der Nähe des Ziels verbleibe, um eine letzte Feinannäherung zu machen, die ich dann etwas vorsichtiger tun sollte, denn das war jetzt alles ein bisschen schnell, und kann mich jetzt wieder auf das Ziel ausrichten und beginnen hinzufliegen. So hilft mir eben der Target Mode auf dem Navball, um eine relativ zielgenaue Annäherung an mein designiertes Docking-Target zum Beispiel zu machen, ohne dass ich lange rumprobieren muss oder viele Manöver bauen, sondern ich kann eben das auf dem Docking-Ball, auf dem Navball relativ exakt initiieren und bin jetzt gleich auf knapp 50 Meter ran und kann durchs Fenster schon dem Jebediah winken. So viel erstmal zum Thema Navball. Die Manöver behandeln wir ein anderes Mal in der Kerbin Space Academy. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.